aber die Zeit nicht ganz vorne anzusiedeln mit 55,43. Johannes Ehning wird versuchen, sie zu unterbieten auf Salvador, einem 12-jährigen Wallach. Abkürzen ist hier gar nicht möglich. Man muss außenrum um das Hindernis aus dem ersten Umlauf und dann über diesen Stallsprung zu kommen. Wieder eng die Wendung für die Triple Barre. Und da braucht man ja die Höhe und auch die Weite. 1,55, 2,20 nochmal die Daten zu nennen. Die zweifache Kombination. Und Johannes Ehning gut in der Zeit. 55,43 von Jannika Sprunger. Jetzt die Galoppade auf den Ochser. Deutlich schneller. Johannes Ehning, 48,32. Die Messlatte, die zeitliche noch mal einiges höher gelegt. Das Tempo dieser beiden von vorne bis hinten durchgezogen. Fehlerfrei geblieben. Dadurch die gute Zeit. Johannes Ehning und Palobi und Salvador.